Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Multiplayer auf der ProMods. Und ja, wir fahren heute von Salamanca nach Porto. Wir sind in Spanien unterwegs. Genau, da fahren wir jetzt los. Wir haben 36 Tonnen geladen, und zwar einen Kran haben wir hier geladen. Genau, da düsen wir jetzt mal los. Heute, das Video wird ein bisschen länger wie sonst. Warum, erkläre ich euch gleich. Jetzt fahren wir erstmal hier raus. Haut knapp, aber haut hin. So, genau, wir haben heute, wie viele Kilometer? 362, also ein bisschen mehr wie sonst. Genau, dann hätte ich gesagt, zunächst rechts abbiegen. Ja, was gibt's Neues? Also, ETS ist die 1.42 jetzt final draußen. Aber ich fahre noch die 1.41, weil sonst könnte ich nicht im Multiplayer fahren und nicht mit der ProMods fahren, weil die ProMods gibt es für die 1.42 noch nicht. Die kommen erst noch. Genau, das zu ETS, dann LS22. Da gibt es jetzt zurzeit jeden Tag fast Neuigkeiten. Also laufend gibt es da was Neues. Genau, da habe ich gestern auch ein Video rausgebracht, weil genau, gestern war es noch einen Monat hin, bis LS22 rauskommt. Deswegen, da habe ich auch noch ein Video gemacht, da gibt es auch die Neuigkeiten zum LS22 eben. Heute gab es zwar schon wieder was, aber ist jetzt nicht so spannend, sage ich jetzt mal. Genau, deswegen fahren wir jetzt erstmal weiter. Wer sich, wen es interessiert, was es LS22 Neues gibt und so weiter, einfach auf meinen Discord-Server joinen, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort ja, seht ihr die ganzen Sachen, genauso wie die ETS2 News, seht ihr dort auch. Genau. Ansonsten, warum kommt heute ein längeres Video? Ganz einfach. Heute Abend werde ich nicht live sein. Heute wäre ja Samstag, oder heute ist ja Samstag. Heute werde ich aber trotzdem nicht live sein. Deswegen kommt heute ein etwas längeres Video. Und ja, ich war gestern Abend auch live. Deswegen, also ich habe es praktisch den Samstag früh ausfallen lassen, weil ich am Samstag, also besser gesagt heute, keine Zeit habe. Ich habe, ja, habe halt heute Abend keine Zeit, deswegen war ich gestern Abend live und am Donnerstagabend war ich auch schon live. Deswegen, ja, heute oder jetzt diese Woche am Samstag entfällt jetzt der Stream. Genau. Ansonsten, ja, wir sind in Spanien unterwegs. Ja, heute das Video wird, wie gesagt, auch ein bisschen länger, weil ich heute eben abends nicht live sein werde. Genau. Deswegen fahren wir jetzt ein bisschen länger. Dann sage ich mal gleich das aus, und gestern, wie gesagt, war ich auch schon live und so weiter. Genau, ansonsten, wenn euch die Video gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und ein Like da lassen, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS19 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Und am Samstag bin ich dann auch noch eigentlich immer live, ab 20 Uhr. Ja, eigentlich, weil diesen Samstag bin ich ja nicht live. Das ist jetzt sowieso zum ersten Mal seit einem Jahr oder seit eineinhalb Jahren fast, wo ich jetzt samstags mal nicht kann. Genau, aber ist halt jetzt so. Es wird jetzt dieses Jahr wird's noch öfters vorkommen, dass ich samstagabends nicht streamen kann. Das kündige ich euch aber vorher an. Also, und da wird wahrscheinlich dann auch ein längeres Video kommen, dass ihr, wie gesagt, oder irgendwann anders streamen werde ich dann, ja, dass ihr das auf jeden Fall, oder dass der Stream halt nicht ausfällt, sondern praktisch verschoben wird. Genau. Wir fahren jetzt ein bisschen in der Außenansicht. Und heute ist,
Wie viel Uhr ist? 10.45 Uhr ist gerade. Es ist, ja, bisschen bewölkt, sage ich jetzt mal. Also eigentlich komplett bewölkt. Genau. Dann fahren wir jetzt da. So. Schauen wir mal ein bisschen von vorne noch drauf, weil vorne ist ja eigentlich der LKW. Ja, der ist mit Local Mods gemacht. Genau. So. Dann schauen wir mal kurz auf die Kilometer. 260. Ja, wird, wie gesagt, ein bisschen länger. Ansonsten, ich, oder mit dem LS22, der kommt ja jetzt in einem Monat, ist er schon draußen. Ab dem Zeitpunkt werde ich dann auch keine LS19, keine LS19 mehr spielen, sondern nur noch LS22. Das heißt, die Montags- und Freitagsvideos, die sind halt dann keine LS19 mehr, sondern LS22 dann. Wahrscheinlich die erste Woche wird, oder ich versuche zumindest, dass da ein bisschen mehr LS22 dann auch noch kommt. Muss ich einfach mal schauen, wie es zeitlich dann hinhaut. Aber ich versuche, dass ich da ein bisschen mehr LS22 bringen werde. Weil, ja, LS22 ist halt schon wieder was Interessantes so. Und ja, das werde ich dann auch auf jeden Fall auf dem Kanal bringen, wenn es dann draußen ist. Genau. Ansonsten, wie gesagt, wen es interessiert, was jetzt LS22 mäßig schon alles veröffentlicht worden ist und so weiter, gerne das Video von gestern anschauen. Da habe ich euch das Ganze nochmal im, ja, Schnelldurchlauf gezeigt. Genau. Na, jetzt sind wir bei einer Maut. 6 Euro Maut. Perfekt. Naja. So, schauen wir mal kurz. 200 Kilometer haben wir jetzt noch. Ja, dann wird das Video so circa 20, 25 Minuten lang, denke ich mal. Das passt auf jeden Fall. Ist dann ein bisschen länger. Weil ja heute Abend leider das drüben ausfallen muss. Genau. Aber halt dann nächste Woche geht ganz normal wieder weiter. Montag, ein LS19 Video, dann Mittwoch ETS, Freitag dann wieder LS19. Und dann Samstag ETS und Samstagabend werde ich dann auch live sein. Wahrscheinlich nächstes Wochenende sogar am Sonntagabend auch. Weil, wo müssen wir halten? Wo? Das war knapp, sage ich euch. Nächsten Sonntag werde ich wahrscheinlich auch live sein. Weil da ist ja der Montag, der Feiertag. Oder nächste Woche. Oder, nee. Ja doch. Nächstes Wochenende. Ich schaue kurz nochmal den Kalender nach. Ja doch, nächstes Wochenende ist ja die Zeitumstellung auch. Da werde ich am Samstagabend live sein. Und am Sonntagabend wahrscheinlich. Weil da am Montag, wie gesagt, Feiertag ist. Deswegen da werde ich auch live sein. Deswegen zweimal nächste Woche wahrscheinlich wieder. Diese Woche war ich ja jetzt auch zweimal live, am Donnerstag und am Freitag. Und die Maut hat 13 Euro gekostet. Genau. Im Winter oder jetzt dann, da versuche ich sowieso öfters live zu sein. Von allem dann Weihnachten rum werde ich auf jeden Fall öfters live sein. Was ist denn das da? Komisch. Genau, da werde ich auf jeden Fall dann öfters live sein. Weihnachten bis Neujahr. So, da versuche ich echt oft live zu sein. Da kommen natürlich auch Videos und so weiter. Genau. Da ist ja sowieso jeder daheim wieder. Und genau, deswegen. Ich habe da auch frei. Und ja, deswegen kommen da auch
dann mehr Videos und Streams. So, jetzt schauen wir mal. 130 Kilometer haben wir noch. Okay, gehen jetzt doch schneller, wie gedacht. Naja, so 20 Minuten, denke ich, kommen wir trotzdem hin. Sind ja jetzt schon bei, ja, circa 10 Minuten. Und wir schauen mal kurz, dass ihr das auch seht, wo wir hinfahren, nach Porto, wie schon gesagt, da, ja, in Spanien. Da erkunden wir dann mal wieder Porto, eine neue Stadt in Spanien. Genau. Weil zurzeit fahre ich eigentlich nur Spanien rum, dass ich da erkunde, weil ich habe jetzt mal komplett groß gemacht. Ihr seht schon, Spanien ist noch ziemlich, ja, grau. Das Gelbe, wo ihr es jetzt gerade seht, da bin ich am Donnerstag im Stream gefahren. Genau. Und das, wo ich gestern im Stream gefahren bin, das seht ihr noch nicht, weil ich nehme das Video vor dem Stream auf, weil ich nach dem Stream sonst nicht mehr schaffen würde. Aber ich wollte halt trotzdem für euch ein schönes, längeres Video bringen. Deswegen nehme ich das jetzt gerade noch vor dem Stream auf. Genau, deswegen, da seht ihr noch nicht die Strecke, wo wir dann im Stream gefahren sind. Aber ist ja eigentlich egal. So, ja, 90 Kilometer haben wir jetzt noch. Die schaffen wir jetzt auch noch. Ja, 20 Minuten wird es wahrscheinlich nicht ganz, das Video. Ja, so 15. Ja, 15 bis 20 Minuten, denke ich mal. Weil wir irgendwie doch schneller sind. Ja, das ist, geht jetzt durch den Berg ab und da rollen wir halt schneller. Und jetzt kommt eine Maut und da zahlen wir 10 Euro. Ich finde in Spanien die ganzen Mautstellen, oder wenn man das so Mautstellen nennen kann, sind ziemlich günstig, wo ich jetzt zur Zeit überall schon durchgekommen bin. So teuer sind die jetzt nicht. Und das Gute ist auch noch, da muss man nicht stehen bleiben. Es ist so ein Telepass. Da muss man ja auch nicht so stehen bleiben, sondern kann durchfahren. Finde ich auch gut. Wenn man sonst immer. Sonst muss man ja immer anhalten oder langsamer durchfahren, weil da eine Schranke ist und so weiter. Aber das finde ich echt gut, dass das in Spanien nicht so vorkommt. Genau. Jetzt müssen wir hier vorne rechts raus. Da fahren wir natürlich auch jetzt gleich rechts raus. Was ist da ein schönes kleines? Eine Spedition irgendeine. Und nee, wir müssen. Ja doch, rechts raus ist das, glaube ich. Ja. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Das Navi habt schon gesagt. Rechts, nimm halten. Die Ausfahrt rechts. Da fahren wir lieber ein bisschen langsamer rum. Weil wir haben doch ein paar Tonnen geladen. Weiß gerade gar nicht mehr wie viel, aber es sind ein paar Tonnen. Oh, gerade sage ich noch, schöne Mautstellen haben die. Aber zum Beispiel, das ist auch gut. Da ist gar keine Schranke. Zack, fährt man durch. Ist Anfang der Mautstrecke, perfekt, passt auch. Müssen wir schon mal nichts zahlen. Wie viele Tonnen haben wir? 36. Ja, 36 Tonnen. Den schönen Kran hier. Genau. Dann fahren wir jetzt nach Porto praktisch jetzt gerade rein. Ihr seht's, ja, Porto da oben sieht man schon. Ja, noch nicht ganz rein fahren wir. Ein kleines Stück noch auf der Autobahn, auf der A1. Und dann fahren wir aber runter. Nach Porto eben. Schalten wir mal den dritten Gang. Müssen wir ein bisschen schneller werden. Schon wieder eine Maut. Muss ich kurz gucken. Nehmen wir die da, ja. Da können wir nämlich auch durchfahren. 6 Euro hat die jetzt gekostet. Weil da sind ja keine Schranken, da müssen wir jetzt nicht so langsam. Wir könnten auch mit 110 durchfahren. Aber wir fahren ja sowieso keine 110. Und da bremse ich sowieso eigentlich immer ab. Weil man muss ja immer schauen, wo man jetzt genau durchfahren kann. Ah, wir sind jetzt schon in Porto. Aber wir müssen gar nicht drüber, glaube ich. Jetzt glaube ich, wird es verwirrend. Hier. Jetzt müssen wir kurz schauen. Wir müssen. Wo müssen wir hin?
Links halten. Links halten, okay. Links halten, noch weiter links, glaube ich. Ja, und wir müssen da hin. Das ist zum Beispiel wieder so, ich sag mal, leicht verwirrend. Weil das gibt's in Deutschland jetzt so, ja, nicht so und auch nicht so oft. Ich glaube, das gibt's in Deutschland gar nicht. Das wäre in Deutschland einfach ein Autobahnkreuz. Weil links halten in Deutschland, glaube ich. Puh, wüsste ich jetzt gerade keine Stelle auswendig. Deswegen glaube ich mal, entweder gibt es das gar nicht in Deutschland oder halt, wie gesagt, nicht so oft. Links halten. Links halten, okay. Dann fahren wir halt links rüber. So, jetzt sind wir auch gleich da, sieht man ja. Ja, wir können wieder rechts rüber. Dann düsen wir jetzt schnell noch zur Firma hin. Bitte links halten. Oh, wieder links halten, okay. Dann halt wieder links rüber. Ist ja auch kein Problem. Kein Problem für uns. So, jetzt hat... müssten wir gleich da sein und wir sind auch gleich da. 5 Kilometer. Da sieht man es auch nochmal. Noch eine Schlaufe runter und dann sind wir eigentlich da. Jetzt müssen wir aber rechts halten. Dass wir da auch runterfahren. So. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Dann einmal blinken und hier runter. Nimm die Ausfahrt rechts. Einmal rechts. Dritten Gang muss das schon schaffen hier. Doch, schaut auch gut aus. So, dann müssen wir da gleich nochmal rechts. Ist da eine Ampel? Da ist sogar eine Ampel, sogar grün. Biege nach rechts. Das ist immer gut, wenn die Ampeln immer schön grün sind. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und jetzt sind wir gleich da. Jetzt noch einmal rechts halten. Rechts abbiegen. Direkt das nächste Mal hier. Wie genau rechts ab. Können wir da fahren? Ich glaube schon. Ich glaube, wir müssen sogar da fahren. Ist das jetzt nur für unsere Spur oder kommt da Gegenverkehr? Ah, ja, ja, wo fahren wir denn? Das ist halt schon wieder auch sowas. Ah, ne, das ist beide Spuren für uns. Ist das? Demnächst links abbiegen. Links abbiegen demnächst. Ja, da hinten halt. Okay. Links abbiegen und dann links abbiegen. Links abbiegen und dann links abbiegen. Machen wir natürlich auch. Biege nach links ab. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Viel zu viel links abbiegen. So. Jetzt. Biege geradeaus und dann rechts abbiegen. Dann rechts abbiegen. Jetzt hier. Denke ich mal. Biege nach rechts ab. Ja, rechts abbiegen. Da. Demnächst links abbiegen. Ja, eben. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ne, da können wir noch nicht rein. Da hinten. Da müssen wir, glaube ich, rein. Links ab. Ja. Da schaut's gut aus. Muss ich kurz mal gucken, okay. Ist eine breite Einfahrt. Und dann. Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ah. Da ist der Punkt. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung so. Abgeschlossen. Dann einmal noch schön einparken. Ein paar Gänge. Ah ne. So, ersten Gang passt. Und ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist mit diesem Video. Wir sehen uns dann am Montag um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein LS19 Video. Bis dahin. Ciao.